Klare Ansagen aus Moskau zur Situation um die Ukraine. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Am Freitag kamen klare und unmissverständliche Informationen verschiedenster Entscheidungsträger aus Moskau zu der sich täglich weiter zuspitzenden Situation um die Ukraine. Es liegen ab dem heutigen Tag alle Karten auf dem Tisch, damit die beteiligten Seiten ihre Handlungen organisieren können. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten informierte die anwesenden Journalisten während des obligatorischen Pressebriefings am Freitag über Einzelheiten des Telefongespräches mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel. Frau Merkel hatte während des Gespräches mit dem russischen Präsidenten diesen aufgefordert, die Truppenbewegungen in der Nähe der ukrainischen Grenze einzustellen und die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Putin wiederholte gegenüber der deutschen Bundeskanzlerin das Recht Russlands, seine Truppen auf seinem Territorium zu verlegen, so wie es die Führung des Landes für notwendig erachtet. Putin informierte die deutsche Bundeskanzlerin über die äußerst instabile Situation im Nachbarland Ukraine. Jeder Staat, so Putin, der eine gemeinsame Grenze mit einem Land hat, welches instabil und sich in einer explosiven Situation befindet, wird Maßnahmen zu seinem Schutz einleiten. Dies ist eine einfache Notwendigkeit, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass auch die NATO schon vor vielen Jahren begonnen hat, ihre Truppen an die russische Grenze zu verlegen. Dies wurde damit begründet, dass jedes Land, so auch Polen, Litauen, Lettland, Estland und andere Länder, das Recht haben, sich vor der russischen Aggression zu schützen. Hierbei handelt es sich um NATO-Truppen, also fremde Truppen auf dem Territorium verbündeter Staaten. Man geht also in den westlichen Staaten davon aus, dass die NATO und andere Staaten ihre Truppen nach eigenem Gutdünken verlegen können, unter Ignorierung der Sicherheitsbedenken Russlands. Von Russland hingegen fordert man, Truppenbewegungen auf eigenem Territorium zu unterlassen. Ирак, и Ливию, и Афганистан, а до этого Югославию. Это что, все было в рамках международного права, что ли? Чего вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы, русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. Eine völlig absurde Situation für jeden einigermaßen realistisch denkenden Menschen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat somit im Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten nicht mehr und nicht weniger gefordert, als dass Russland seine militärische Souveränität aufgibt. В мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Im Weiteren äußerte sich der Pressesprecher Putins zu möglichen Entwicklungen der Lage im Zusammenhang mit der Ukraine. Er kommentierte, dass, wenn es zur Wiederaufnahme vollwertiger Kampfhandlungen kommt, so betrachte Russland dies als Bedrohung seiner eigenen Sicherheit. In diesem Fall werde Moskau bestimmte Maßnahmen einleiten, um eine menschliche Katastrophe zu verhindern. Страшные войны происходят у нас под носом. Они возникают вот так. И по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать. Zitat: Die Situation an der Trennungslinie in der Ukraine ist äußerst instabil. Die Dynamik der Entwicklung der Situation und die Dynamik der Handlungen, die die ukrainische Seite vornimmt, schaffen die Gefahr für eine Aufnahme der Kampfhandlungen im vollen Umfang. Wenn an unseren Grenzen ein Bürgerkrieg stattfindet, vollumfängliche Kampfhandlungen, so betrachten wir dies als Gefahr für die Sicherheit der Russischen Föderation. So Peskov. Ну да, Украина ушла за красные линии. Er setzte fort. Für den Fall, dass die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden,
im Fall, dass die Gefahr besteht, dass sich die menschliche Katastrophe von Srebrenica wiederholt, wird es kein einziges Land dieser Welt gleichgültig lassen. Und alle Länder, so auch Russland, werden Maßnahmen ergreifen, damit sich derartige Katastrophen nicht wiederholen. So Peskow. Zitat Ende. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Auf die Frage eines Journalisten, auf welcher Grundlage die russische Seite Parallelen im Konflikt mit der Ukraine und den Ereignissen in Jugoslawien sieht, antwortete Peskow. Zitat: Auf der Grundlage von nicht kontrollierbaren Handlungen verschiedenster Einheiten der Streitkräfte der Ukraine. Auf der Grundlage der Dominanz nationalistischer Emotionen. Auf der Grundlage der Entfachung von Hass auf die Bevölkerung, die in den Republiken des Donbass leben. Zitat Ende. Weiterhin hat sich auch die Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, zu den Ereignissen geäußert. Sie kommentierte, dass ein hypothetischer Beitritt der Ukraine zur NATO das Donbass-Problem eskalieren lassen wird und im Ergebnis dessen die ukrainische Staatlichkeit zur Disposition steht. Zitat: Wir haben aufmerksam die Erklärung des ukrainischen Präsidenten vom gestrigen Tag während seines Besuchs im Donbass zur Kenntnis genommen. Er sprach von Beitritt seines Landes zur NATO und dass dieser Beitritt angeblich zur Beendigung des Konflikts im Lande führen wird. Der hypothetische Beitritt der Ukraine zur NATO wird die Hoffnungen von Kiew nicht erfüllen, wird nicht nur keinen Frieden bringen, sondern ganz im Gegenteil zu einer großformatigen Eskalation der Situation im Südosten des Landes führen, mit nicht wiedergutzumachenden Folgen für die ukrainische Staatlichkeit. So Sacharowa während eines Pressebriefings. Die Türkei hat Russland im Rahmen eines internationalen Abkommens informiert, dass zwei amerikanische Kriegsschiffe, die Zerstörer Roosevelt und Donald Cook, die Meeresenge vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer passiert haben. А не ваше решение было бреющими полетами летать над крейсером? Нет, не мое. Это они расхулиганились. Zur Situation äußerte sich auch der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte. Er schloss eine gewaltsame Lösung des Donbass-Konfliktes aus, da dies mit einer großen Anzahl von Opfern verbunden wäre und somit für Kiew keine Lösungsvariante ist. Man nutze gegenwärtig in erster Linie politische und diplomatische Möglichkeiten der Konfliktregulierung. Er wies die Anschuldigungen zurück, dass sich Kiew auf einen Angriff auf den Donbass vorbereite. Было желание, видимо, в очередной раз Россию отодвинуть подальше от ее интересов. Это сложно сделать. А если сказать по-честному, это невозможно. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.